Oh, das war zu weit. Moin ihr Keks und herzlich willkommen bei Chris Tainment. Heute mit dem Frag dem Chris Special. Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu stellen, was euch so interessiert. Und ihr habt auch gefragt. Und das nicht zu knapp. Ich habe ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass so viele Fragen aufkommen. Finde ich geil. Dementsprechend wird das Video auch vielleicht ein bisschen länger. Es sind insgesamt, ich habe jetzt mal 30 Fragen ausgewählt, wobei sich bei den 30 Fragen auch einige wiederholen. Die fasse ich da mal ganz schnell zusammen. Und es haben auch viele Leute mehrere Fragen gestellt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht alle vorlese, sondern ich mache es mal nacheinander. Fangen wir direkt mal an. Und zwar, der Netram möchte gerne wissen, kannst du uns dein erstes Video zeigen? Ja, kann ich machen. Siehst du hier. Oder einfach unter Videos und dann das allererste. Es war ein Outtake-Video. Das Outtake Nummer 0.0. Wie das entstanden ist, ich wollte ein Intro machen für meinen Kanal, weil ich gerade neu war oder es gerade anfangen wollte. Und habe das nicht hingekriegt. Ich habe gelabert und gelabert und mich downfasst. Wird euch gesagt, weißt du was? Lass den Trailer weg. Mach direkt ein Outro-Video. Und das ist das Ergebnis. Schaut euch mal an. Ist sicherlich witzig. Ich muss immer noch schmunzeln. Okay. Ich hoffe, mir ist die Frage beantwortet. Sascha fragt, trägst du nur Nerdshirts? Nein, Sascha. Ich trage nicht nur Nerdshirts. Ich habe auch nur ein paar. Nicht, dass du jetzt denkst, das sind alle. Nein, das ist nur ungefähr die Hälfte von den Shirts, die ich habe. Ich trage nicht nur Nerdshirts. Ich trage auch Hosen. Und Pullover. Aber ja, du hast recht. Ich trage schon sehr viele Nerdshirts. Die sind ja auch einfach cool. Lexi fragt, wie bist du zum Sammler geworden und was war die erste Serie, mit der du begonnen hast? Boah, das ist schon... Also Sammler bin ich geworden. Ich bin der Meinung, ich würde sagen, der ausschlaggebende Punkt war 1996 auf einer Abschlussfahrt nach Freiburg. Da habe ich einen Comicshop gefunden, da bin ich mit meinen Kumpels reingegangen und da stand ein kleiner Tisch mit Star Wars Spielzeugen, also die alten Vintage-Sachen aus den 80ern und 70ern, Ende der 70er. Und da gab es dann so ein paar Zeitschriften, da habe ich mir so ein, zwei Zeitungen gekauft oder Zeitschriften gekauft und die ersten Figuren. Das war damals noch die Power of the Force Reihe mit Darth Vader, der so wie so ein Bodybuilder aussah, so V-Körper und ein Sturmtrupper für 19,95 Mark. Alle, die nicht wissen, was D-Mark sind, ihr seid zu jung. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich mit dem Sammeln angefangen habe. Ich habe auch bis vor kurzem eine recht große Star Wars Sammlung gehabt. Mit 850 Figuren, dann etlichen Fahrzeugen, Zubehör, bla bla bla, von denen ich mich aber getrennt habe. Da habe ich investiert in den Rest, den ihr so seht. Aber das, würde ich sagen, war der ausschlaggebende Punkt und die erste Serie, die ich wirklich gesammelt habe. Die zweite Frage von Lexi ist, was ist das Prunkstück deiner Sammlung? Die Frage kommt sogar öfters vor und ich habe ehrlich gesagt so spontan nur eine Antwort. Also Prunkstück heißt für mich nicht gleich Lieblingsstück, weil Lieblingsstücke, das sind echt viele, da kann ich, glaube ich, keinen rauspicken. Aber das Prunkstück, würde ich jetzt sagen, ist... Moment! Nicht, dass es runterfällt. Ist das Teil. Das ist der E-11 Blastech Blaster von Master Replica von Star Wars. Das ist quasi eine 1:1 Replika des Sturmtruppenblasters aus Star Wars New Hope. Ich zeige euch den mal. Hoppala. Das Ding ist komplett aus Metall, ist auch richtig schwer. Aber sieht einfach nur geil aus. Davon gibt es nicht mehr so viele. Was heißt, ne, es gibt euch weltweit 3500 Stück. Ich habe Nummer 1799. Falls es euch interessiert, ist einfach nur ein cooles Teil. Da ich ja selbst ein Sturmtruppler war und ein Sandtrooper war, Rüstung und so weiter, habt ihr schon mal gesehen, habe ich da eine Verbindung zu der Waffe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Nein, natürlich nicht. Aber würde ich sagen, das ist mein Prunkstück in der Sammlung, ja. Oh gut, kannst du mir gerade helfen? Ich möchte ihn gerade zurückstellen, den Blaster. Nee, also so war das jetzt gar nicht gemeint. Dann noch zwei sehr interessante Fragen von Lexi. Die nächste Frage ist, bist du offen für Gäste in deiner Sendung? Das Wort Sendung finde ich schon mal sehr lustig, weil ich sehe mich gar nicht als Sendung. Ich sehe mich eher als, ich weiß gar nicht, was bin ich denn überhaupt? Unterhalter, ich hab keine Ahnung. Was denkt ihr denn? Ist das eine Sendung, was ich hier mache? Oder ist das nur etwas irgendwie, ich weiß, ich habe keine Bezeichnung. Auf jeden Fall, Lexi, ja,
Ich bin offen für Freunde oder Bekannte oder Leute, die mal hier Bock haben mitzumachen. Könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr daran Interesse habt oder auch Vorschläge habt. Und da komme ich auch direkt zu Ihrer nächsten Frage, die ich damit einbinden möchte. Würdest du auch über Sammlungen von anderen Keksen berichten? Definitives Yes! Ich habe auch schon einige Leute gefragt, ob sie mal Bock hätten, dass ich mal vorbeikomme und mir die Sammlung anschaue, beziehungsweise ein kleines Interview mache, dass ihr mal draußen seht, wie es bei anderen Leuten zu Hause aussieht. Dass ich nicht der einzige Verrückte bin, der sowas hier alles hat, sondern dass es auch definitiv andere Leute gibt. Natürlich mit anderen Sammelgebieten. Es gibt ja nicht nur das, was ich habe, obwohl ich habe ja relativ viel hier rumstehen. Aber definitiv andere Sachen. Ja, würde ich gerne machen. Also wenn ihr Bock habt, Lust habt, mal hier mitzumachen, mal gucken, zu sehen, wie das hier funktioniert oder wie ich das hier mache. Stellt euch jetzt bitte nicht vor, dass ihr jetzt hier so groß Glamour und 50 Kameras, 13 Scheinwerfer, 19 Assistenten. Ja, du kannst mir gerne Kaffee bringen oder sowas ähnliches. Nein, es ist natürlich total simpel, einfach und chillig. Also wenn du Lust hast, Lexi, oder wenn jemand anders Lust hat, E-Mail in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Jetzt habe ich noch eine ähnliche Frage, was Lexi auch schon gefragt hatte mit dem Blaster, mit dem Prunkstück deiner Sammlung. Aber ich habe jetzt besser anders verstanden. Das Twilly hat gefragt. Kannst du uns mal dein bestes Stück, dein Lieblingssammlerstück zeigen? Einfach etwas aus deiner Sammlung, was dir besonders viel bedeutet. Ja, kann ich gerne machen. Das ist nämlich was anderes. Also ich finde, es ist jetzt was anderes. Ich finde diesen Blaster total toll, aber ich verbinde da jetzt nicht so krasse Sachen mit, wie zum Beispiel, das ist jetzt auch eins der Top 10 bei mir. Deswegen vermischt sich das jetzt so ein bisschen, aber im Moment. So, Twilly, ganz einfach, das hier. Boah, siehst du nicht, ne? Ja, es spiegelt jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen eingepackt. Ja, ich versuch's mal so. Das ist die Castle Grayskull aus den 80er Jahren. Original verpackt. Das Playset von Master of the Universe. Warum mir das jetzt sehr viel bedeutet ist, weil ich als Kind das Ding unbedingt immer haben wollte. Und irgendwann stand das dann Weihnachten unter Weihnachtsbaum und ich bin total ausgeflippt. Also richtig ausgeflippt. Das ist, kann man gar nicht beschreiben. Also richtig total crazy, der Typ. Total crazy. Damit verbinde ich halt viel, weil ich erinnere mich sehr gut an dieses Weihnachten. Ich erinnere mich da sehr gut dran, wie ich darum gebettelt habe, dieses Teil zu kriegen und was ich damit gemacht habe, wie lange ich irgendwie off-jam gespielt habe, die ganzen Abenteuer, die ich mit den Figuren dann nachgespielt habe oder selbst erfunden habe. Deswegen würde ich sagen, Castle Grayskull Vintage ist mein Lieblingsstück, was mir am meisten bedeutet. Ja. Yep. Dann Stefan Sauer. Moin Stefan. Hat einige Fragen. Die erste Frage von Stefan ist: Steckst du alles in deine Sammlung rein? Also du meinst wahrscheinlich jetzt geldtechnisch. Nein, kann ich ja gar nicht. Ich muss ja auch noch Miete zahlen, Auto versorgen, also Benzin. Dann muss ich mir noch Lebensmittel kaufen. Der ein oder andere weiß, was es ist. Lebensmittel sind so Sachen, die man essen kann, damit man auch weiter atmen kann und so. Und auch ein bisschen, ne? Nein, also ich stecke schon einen größeren Teil meiner Sammlung meines Geldes in die Sammlung. Oder ich habe halt Sachen, die ich jetzt nicht mal unbedingt haben möchte, tausche die gegen andere Sachen, die ich unbedingt haben will, oder spare zumindest. Zum Beispiel, das beste Thema ist im Moment Hot Toys. Hot Toys Figuren sind, wie wir wissen, nicht günstig. Alles andere, aber nicht günstig. Die kann man sich nicht mal eben so nebenher kaufen. Dafür habe ich zum Beispiel auch schon ein bisschen Geld in die Seite gelegt oder gespart. Oder daraufhin Sachen verkauft, damit ich mir diese Hot Toys Figur leisten kann, die ich euch dann auch zeige. Also würde ich sagen, nein. Es ist schon viel Geld, was hier reinfließt, aber nicht das meiste und auch nicht alles. Die nächste Frage ist schon beantwortet. Was ist dein absolutes Lieblingsstück? Castle Grayskull, haben wir vorhin schon gehabt. Die nächste Frage ist ein bisschen fies. Du bist ein richtig kleiner, gemeiner Keks. Weißt du das, Stefan? Also, Master of the Universe oder Star Wars? Ich hätte jetzt verstanden, wenn du gefragt hättest, Star Trek oder Star Wars, dann wäre die Antwort total leicht gewesen. Aber Star Wars oder Master of the Universe, also auf dem aktuellen Standpunkt, wo ich jetzt gerade bin, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, Star Wars, super! Aber nein, Master of the Universe. Ganz einfach, weil ich mich jetzt im Moment mehr verbunden fühle mit den Geschichten, mit den Figuren dieser Neuauflage, den Masters of the Universe Classics, von denen ich auch so einige hier rumstehen habe. Und natürlich auch die Vintage-Sachen. Ich habe jetzt vor kurzem bekommen den Master of the Universe Cartoon Soundtrack Limited Edition Doppel-CD. Was ein Name. Und sobald du den in den CD-Player schmeißt, die Musik hörst, Bing, Flashback! Hashtag Reto. Hashtag Vintage. Hashtag Kindheit. Also definitiv Master of the Universe. Nächste Frage ist mal was persönlich, also richtig persönliches. Was für Musik hörst du?
das ist sehr wechselhaft. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, das finde ich scheiße. Doch, bin ich doch. Grundsätzlich, ich höre keinen Schlager. Nee. Aber das war ja nicht die Frage. Was hörst du? Ich habe so Phasen. Also ich höre eigentlich genremäßig alles durch. Ich höre Metal, ich höre Punk, ich höre Trance, ich höre Techno, Dance, Hip-Hop, R&B, auch mal Klassik, sehr selten Klassik. Sehr gerne höre ich auch TV-Themes bzw. Movie-Themes. Also da kann ich auch richtig schön entspannen bei. Ich habe da jetzt nichts Spezielles. Das ist so nach Stimmung abhängig, weil Musik ist ja auch ein Medium, was sehr stark deine Stimmung beeinflussen kann oder deine Stimmung auch unterstützen kann. Und je nachdem, was für eine Stimmung man gerade ist, sucht man sich die Musik auch aus. Also eine festgelegte Schiene habe ich nicht. Also was ich an Bands sehr cool finde, ist zum Beispiel Green Day. Green Day finde ich sehr geil, dann Pennywise, Bad Religion. Das ist aber jetzt mehr so die Punk-Rock-Schiene. AC/DC natürlich. Ja, das würde ich mal so sagen, das ist so mein Musikstil, den ich jetzt gerade im Moment fahre. Die letzte Frage von Stefan ist dann auch ein bisschen tricky wieder. Wo kommst du doch so eine Fragen? Heftig. Wenn du dir ein bestimmtes Sammlerstück wünschen könntest, quasi eine Art Artefakt unter den Sammlern, welches wäre das? Oder welche Wahl wäre das? Boah. Also wenn ich mir jetzt irgendein Sammlerstück aussuchen könnte, das ich unbedingt haben will, da gibt's so vieles. Boah, das ist richtig fies. Also ich gehe mal davon aus, dass du meinst Sachen, die es auch wirklich gibt. Also sagen wir mal Props aus Filmen. Sonst hätte ich jetzt gesagt zum Beispiel Castle Grayskull in Lebensgröße. Okay, da fehlt mir das Grundstück zu. Auch wieder wahr. Also was ich wirklich gerne hätte, ich weiß auch, dass es den gibt. Ich habe den auch schon gesehen. Zwar nicht real, aber auf Videomaterial und Bildern wäre die... Ein von den Iron Man Suits aus Vollmetall. Die Firma, die für die Filme die ganzen Props gemacht hat, hat auch jeden einzelnen Suit einmal komplett in Vollmetall gemacht. Und davon würde ich gerne einen haben. Und da ist mir wirklich voll egal welchen. Da würde ich sogar jeden nehmen. Obwohl War Machine finde ich auch sehr geil. So mit der Gatling Gun an der Seite und so. Ich denke, ja, das ist aber auch wieder so ein Thema, wo ich dann sagen würde, ja, heute finde ich das geil und in 2 Jahren finde ich wieder das viel geiler. Aber im Moment... Iron Man Suit 1:1 zum Anziehen aus Metall. Ja. Wenn wir jetzt ganz hochgreifen, würde ich sogar sagen, er soll auch funktionieren. Fiber Apex hat mich gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Das ist eine gute Frage. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, machst du mal einen Test, probierst du mal aus. Du hast schon immer Bock gehabt, mit Medien was zu machen, also Kamera, Video, Unterhaltung. Was gibt es da Besseres als YouTube? Du kannst dich da richtig schön austoben, kreativ. Also ich muss nur sagen, ich bin ein kreativer Mensch. Ich denke, das wisst ihr mittlerweile. Und ich bin auch nicht ein ganz normal, sag ich mal so. Deswegen habe ich mit YouTube auch die coole und direkte Plattform gefunden dafür. Ich muss dazu sagen, ich habe mich natürlich auch vorher mit YouTube beschäftigt, habe mir andere YouTuber angeschaut. Ich bin ein großer Bewunderer, muss ich schon sagen, von Le Floyd. Auch wenn der jetzt was komplett anderes macht als ich. Seine News, die er macht, finde ich schon sehr geil gemacht. Er hat in kürzester Zeit, er hat 2,5 Millionen Abonnenten. Und jetzt, ich sag's mal einfach ganz platt, so wie es ist. Er hat in kurzer Zeit 2,5 Millionen Abonnenten, einfach nur, weil er vor der Kamera steht und redet. Jetzt sei mal komplett dahingestellt, was er sagt. Und, ne, aber im Prinzip steht er nur vor der Kamera und redet. Aber ich mir gedacht, weißt du was, eigentlich kannst du es ja mal probieren. Du hast eine super krasse Sammlung. Deine Freunde sagen, ey, komm, mach doch mal sowas. Du kannst gut reden. Du kommst auf der Kamera ganz gut rüber. Sagen sie vielleicht, aber ich weiß nicht so. Aber ich habe es einfach mal probiert. Und es macht mir halt Spaß. Deswegen habe ich klein angefangen. Ich habe mit einer ganz normalen so einem Digi-Recorder angefangen. Der war auch nicht so teuer. Dann habe ich mit einem Handycam angefangen. Also Galaxy S3 habe ich dann gefilmt. Ja, und jetzt habe ich halt eine größere Kamera, habe mir einen neuen PC extra gekauft für YouTube, damit ich auch die Bilder schneiden kann, die Videos. Und seitdem ist das so ein sehr großer Teil von mir. Ein Riesenhobby. Pasilas hat natürlich auch ein paar Fragen gestellt, das heißt, der hat mir wirklich ein paar Fragen gestellt. Das sind insgesamt ganz schön viele. 8 Stück, so wie ich das sehe. Die erste Frage ist, auf welchen Konsolen zockst du im Moment und was für Spiele?
Fazit, also ich bin ein Multikonsolenzocker. Heißt, in dem Falle, ich spiele mehrere Konsolen gleichzeitig. Und bei den Spielen ist es genauso. Also ich habe jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das ich dann reinschmeiße und sage, yeah, das zocke ich bis zum Schluss. Sondern ich zocke ein Spiel und dann sterbe ich wahrscheinlich irgendwann. Dann habe ich gesagt, nö, kein Bock mehr, dann nehme ich halt ein anderes Spiel und spiele das. Und so geht das immer hin und her. Also meistens so 5 bis 6 Spiele gleichzeitig. Aber trotzdem habe ich einige. Und zwar, ich spiele auf dem DS zurzeit, also 3DS, einmal das Thundercats-Spiel. So zwischendurch ist man ganz nett. Dann auch das Mario und Luigi Dream Team Brothers. Um bei Nintendo zu bleiben, auf der Wii U spiele ich das Hyrule Warriors. Ich habe auch den Chal, aber das ist es, was er. Dann auch natürlich, klar, All-Time Mario Kart. Ist logisch. Mario Kart ist einfach nur cool. Und wenn Freunde zu Besuch kommen, spielen wir auch gerne mal Nintendo Land. Macht echt viel Spaß. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt und ihr eine Wii U habt, geil. Auf der Xbox 360 spiele ich ab und zu auch nochmal. Und zwar spiele ich Diablo 3, Reaper of Souls. Das spiele ich schon seitdem der normale Teil rausgekommen ist. Reaper of Souls ist ja quasi das Add-on. Aber das spiele ich schon seit normales Diablo 3 rausgekommen ist. Und natürlich PlayStation 4. Habe ich im Moment 2 Spiele, beziehungsweise das eine habe ich jetzt gerade eben durchgespielt. Einmal Mordor Schatten, wo man den Waldläufer spielt und ein paar Orks dann durch die Gegend metzelt. Sehr gutes Spiel. Und mein einziges MMO, was ich spiele, Destiny, ist ein Grafikbrett und ich finde es halt cool. Ich mag so diese Halo-Geschichten mag ich gerne und da es von Bungie ist, die originalen Halo-Creators, habe ich mir gesagt, kauf's mal, Spiel. Es ist auch sehr, 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 sehr stark angelehnt an Halo, finde ich jedenfalls. Auch die ganzen Rassen. Gibt natürlich auch Negatives über das Spiel zu sagen, aber das hast du nicht gefragt. Ja, das sind so meine Spiele, die ich im Moment zocke und auch die Konsolen, die ich zocke. Des Weiteren, Frage Nummer 2. Falls du eine Freundin hast. Danke, vielen Dank, quasi, dankeschön. Sehe ich so scheiße aus, oder? Ich finde das interessant. Alle Leute, oder viele Leute denken ja, dass Nerds, also hier so Nerds, grundsätzlich keine Freunde haben dürfen oder können. Das ist irgendwie so festgebrannt bei den Leuten im Kopf. Ich verstehe gar nicht, warum. Also, falls du eine Freundin hast, wie geht sie mit deiner Sammelleidenschaft um? Gut, kurze Antwort. Nein, ich habe eine Freundin, auch relativ lange. Und mit meiner Sammelleidenschaft geht sie überraschenderweise sehr gut um. Ich hatte ein Beispiel, wir waren mal auch in Hamburg auf dem Flohmarkt. Und da war ein Verkäufer, der hat so eine riesengroße Kiste da gehabt, da habe ich mal rumgeguckt und gewühlt und das war alles voller Mask, ihr kennt Mask, die Figuren aus den 80er und 90ern und da habe ich gesagt, boah, ey, was willst du dafür haben? Ich dachte, ja komm, gib mir 40 Euro und ich so, bing, so what? Direkt mal Portemonnaie rausgezückt und 10 Euro hingelegt. Ich hatte nicht mehr dabei. Natürlich gesagt, bitte leg mir das zurück, ich muss zur nächsten Bank, zur Kenntnisnahme, wir waren bei, ich glaube bei Ikea war das. Das ist da so ein bisschen sehr abseits von allem. Wir hatten noch kein Auto, waren mit der Bahn da. Und der nächste Geldautomat hat sich herausgestellt, war einen Kilometer weiter weg. Was habe ich gemacht? Ich natürlich zu meiner Freundin, ich muss das haben. Sie hat gesagt, kein Problem. Wir sind ja beide sportlich. Also ich jetzt nicht mehr so ganz, aber wir sind ja sportlich. Lass uns da eben hinrennen. Dann sind wir wirklich einen Kilometer zum Bankautomaten gerannt, weil es war ja so kurz vor Schluss. Das ist ja immer so bei solchen Sachen. Haben das Geld gezogen, sind wir zurückgerannt, haben den Typen bezahlt und ich hatte meine Mask-Sachen. Und das zeigt schon, dass meine Freundin sich quasi da so richtig mit reinhängt, mitrennt und das Geld organisiert, also mit organisiert. Finde ich schon cool. Also ja, ich werde unterstützt. Finde ich auch gut. Solange es man nicht übertreibt. Es gibt ja dann auch so Situationen, wo man sagt, ja, ich habe mein ganzes Geld, schmeiße ich raus für irgendwelche Sachen. Das mache ich natürlich nicht. Also es muss auch schon im Rahmen bleiben. Hoffe, damit ist deine Frage auch befriedigenderweise beantwortet. Von welcher Box warst du bisher am meisten enttäuscht? Also vom meisten enttäuscht kann ich eigentlich nur sagen vom Nerdblock. Weil, logisch, ich habe den jetzt auch abbestellt, ich benutze den nicht mehr oder ich mache den nicht mehr, weil für mich, dass die Sachen, die drin waren, die Items, die drin waren, haben sich mit der Relation, mit dem Verwertbaren für mich nicht hat nicht gedeckt und mit dem Preis-Leistungsverhältnis ist dann nicht mehr gedeckt. Es wurde, hat rapide abgenommen. Also es wurde immer, immer, immer weniger und etwas schlechter. Deswegen habe ich dann gesagt, weißt du was, Notblock, das war echt schlecht, lass mal lieber sein. Musst du kein Geld nachschmeißen. Kann ich lieber woanders investieren. Jo. Wie viele Hot Toys-Figuren sind in deinem Besitz?
Das ist eine gute Frage. Wenn du jetzt den, ich habe ja ausschließlich Hot Toys Hugo nur Iron Man, diesen Turret mitzählst, wo der Tony Stark quasi angezogen wird mit seinem Suit, sind es mittlerweile 16 Hot Toys Figuren. Klingt wenig, ist aber nicht so. Wenn man bedenkt, was die Dinger kosten. Hoho. Wie alt bist du? Wie alt bin ich? Wie alt sehe ich denn aus? Frage ich doch mal so. Sagen wir mal so, ich bin keine 20 mehr und ich bin auch keine 40. Irgendwas dazwischen. Such's dir aus. Nächste Frage. Wo warst du schon überall? Und wo willst du gern nochmal hin? Wo war ich schon überall? Ich begrenze mich mal jetzt auf die größeren Sachen. Also ich war schon ein paar Mal in New York, weil ich finde, New York ist eine super geile Stadt. Cool zum Shoppen, cool zum Sightseeing. Man kann schnell mal nach New Jersey fahren im Bus oder in Adventureland. Das ist echt nicht schlecht. Nicht schlecht. Stimmt ja auch. Dann in Boston, ganz kurz. Dann in Chicago, in Los Angeles, Hongkong, Shanghai, Vietnam, Ho Chi Minh City. Ja, und sonst halt London, Paris und die ganze deutsche Sache. Also München, Köln, Frankfurt, Berlin und sowas alles. Hamburg, ja, wohne ich ja fast, ne? Soweit alles. Wo ich gerne nochmal hin möchte, wäre auf jeden Fall nach San Diego. Warum denn San Diego? Comic-Con, ganz klare Geschichte. Ich will zur Comic-Con. Ich will auf jeden Fall irgendwann mal zu dieser Comic-Con. Das muss ja so geil sein. Also wenn du da als Nerd, also da hingehst, Comic-Con sehen und sterben. Das ist so der Spruch. Ansonsten würde ich gerne nochmal, nach Neuseeland. Ich bin auch ein Herr-der-Ringe-Fan. Also ich bin jetzt nicht so einer, der die Figuren und sowas sammelt. Ich mag die Filme unheimlich gerne und das Buch finde ich auch super geil. Ich meine, klar, Buch kommt zuerst, dann kommen die Filme. Aber ich würde mir gerne mal die Landschaft angucken. Eigentlich traurig, dass alle Leute Bescheid wissen über die Landschaft von Neuseeland, über den Film. Aber gut. Ja, das sind so die Sachen, die ich gerne machen würde. Die nächste Frage von dir. Wie findest du meine Fragen? Quasi. Gut. Deine Fragen sind spitze. Ich finde die echt gut. Dankeschön. Finde ich klasse. Auch so viele. Und auch, man merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast. Finde ich geil. Quasi, vielen Dank dafür. Eine Frage, die immer wieder aufploppt, seht ihr es da hier? Mach doch mal eine Roomtour. Ist jetzt keine Frage, eher so eine Aufforderung. Deswegen mache ich es auch nicht. Nein, Quatsch. Natürlich mache ich auch eine Roomtour. Klar, ich habe schon so viele Anfragen bekommen. Hey, kannst du mal deine ganze Sammlung zeigen? Wir sehen immer nur Ausschnitte in den Videos im Hintergrund. Kann ich gerne machen. Mache ich auch, will ich auch. Ich muss es nur ein bisschen organisieren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstelle, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel hier guckt, die Spiele, das sind ja nicht nur die Spiele, die jetzt hier stehen. Nee. Dahinter sind ja noch mehr und dahinter auch. Also in jeder Reihe, also 3, 6, 9, 12, das sind immer drei Spiele in einer Reihe. Nur als Beispiel. Ist natürlich bei den anderen Spielen dort, bei den Figuren hinter euch genauso. Deswegen wird es schwierig, alle Sachen euch zeigen zu können. Aber so einen groben Überblick habt ihr bestimmt schon bekommen. Es wird aber auf jeden Fall einen detaillierten Überblick geben. Das Video wird auch dementsprechend lang. Also tut mir dann auch ein bisschen leid. Vielleicht mache ich auch einen Zweiteiler. Mal gucken. Aber kommt auf jeden Fall. Drei Fragen habe ich noch von der Darkschnecke. Und zwar, Darkschnecke möchte wissen, womit hat unser aller Lieblingskeks angefangen, seine Nerd-Sammlung aufzubauen? Habe ich ja im Prinzip schon erklärt, ganz am Anfang. Und zwar, das war Star Wars-Figuren. Darauf habe ich dann aufgebaut. Das ist jetzt alles draus geworden. Zweite Frage ist, was ist dein All-Time-Favorite-Classic-Game auf einer Nintendo-Konsole? Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, weil ich sehr viele Spiele von Nintendo gerne spiele. Mein Lieblingsgame, hörst du schon? Zelda Link to the Past. Besser geht's gar nicht. Das ist das geilste Spiel für Super Nintendo, finde ich. Also meiner Ansicht nach. Damit ist die Frage hoffentlich auch für dich beantwortet. Deine letzte Frage. Du bist auch so ein bisschen gemein, ne? Mario oder Luigi? Das ist gar nicht mal so leicht. Aber trotzdem, ich denke, viele Leute sagen das gleiche wie ich, weil wir alle mit dem gleichen Charakter aufgewachsen sind. Mario, ganz einfach, weil Mario der Erste war, der man spielen konnte und auch der einen geprägt hat. Luigi war ja immer nur der grüne Mario.
den Mario, den man dann freispielen konnte, oder den Mario, den man dann zufälligerweise im Zwei-Player-Modus auswählen konnte. Luigi hat ja erst, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen mehr so an Popularität gewonnen. In den ganzen Spielen wie Smash Brothers Brawls, Super Smash Brothers oder die Mario Kart Serie, die neue. Aber da muss ich sagen, definitiv Mario. Ja. Abschließend ist noch Danelle am Start mit seiner Frage, beziehungsweise eine Bitte. Ist ja nicht wirklich eine Frage, aber das ist schon ganz schön umfangreich, Monsieur Danelle. Er möchte gerne wissen, kannst du eine Top 10 aufstellen mit den heiligsten Dingen in deiner Sammlung? Kann ich machen. Dauert aber ein bisschen jetzt, glaube ich. Es ist echt schwierig, weil es ändert sich immer der Geschmack. Oder was heißt der Geschmack? Oder mal hast du das Ding lieber oder hast du das Ding lieber. Ich weiß jetzt direkt auch, dass sehr viel Masters of the Universe in dieser Top 10 drin sein wird. Also, jetzt geht's los. Horde Trooper vom Masters of the Universe Classics Version. Das ist die Neuauflage der Masters Figuren und die geilste Figur in der Serie. Horde Trooper, finde ich, sind die besten Figuren und Charaktere, die es in der Serie gibt. Die sehen einfach nur richtig badass, cool, böse, bam, aus. Ich stehe auf die Teile. Das ist die Neuauflage jetzt aus 2014 und ist mit dabei. Wenn wir schon mal beim Thema Masters sind, machen wir es auch gleich original. Und zwar ist das dann hier auch der Horde Trooper. Allerdings das Original aus dem 80er Jahren. Habe ich auch dreimal so verpackt. Ist auch nicht ganz günstig, da ranzukommen, aber ich finde die Figur einfach nur Hammer. Das ist einfach so ein cooles Teil und ich habe da damals so gerne mit gespielt. Und die Features waren so cool. Du konntest hier, Moment, ich kann es mal schnell zeigen. Nee, das mache ich doch zeigen, kannst du mir zeigen. Du hast hier die Figur und konntest hier vorne drauf drücken und dann ist sie auseinander explodiert. Und das war schon damals echt ein sehr geiles Teil. Okay, weiter geht es mit, nehmen wir den hier, mit einer Videospielekonsole. Ja, muss ja sein, aber was. Ne? Der Classic Game Boy, der Brotkasten, original verpackt mit Tetris. Weil einfach nur bam. Ich habe da so viele Stunden dran gedaddelt. Stunden, Tage, Jahre sogar, glaube ich, mittlerweile. Hat mich sehr lange begleitet, spiele ich heute immer noch gerne. Wobei ich jetzt nochmal sagen muss: Leute, Gamescom ist bald, Tetris Challenge steht noch offen. Ich habe noch keine Herausforderung gefunden. Habt ihr alle Angst oder was? Gameboy, einfach nur, es ist ein Stück Geschichte, es ist die beste Handheld-Konsole, die es damals gab. Immer noch sehr cool, der Sound ist markant und einfach nur klasse. Auch dann nochmal zurück zu Masters, erwähnt der Masters of the Universe Soundtrack, die Doppel-CD, die ich jetzt erst vor zwei Tagen gekriegt habe, aber es ist einfach 130 Minuten Spielzeit auf zwei CDs, also jede CD geht über eine Stunde und es ist die komplette, also ich würde fast sagen, doch komplette Musik aus den Cartoon-Serien von damals, aus den 80ern. Und wenn man das einfach in CD-Player legt und die Serie von damals noch kennt, super Flashback. Richtig cool. Also das macht richtig Spaß anzuhören. Ein weiteres Spielzeug in den Top 10, was ich als Kind nie haben durfte oder nie hatte. Ich hatte immer den anderen Truck, fand ich jetzt aber nicht so Burner, deswegen habe ich mir jetzt erst kaufen können, oder was ist jetzt, aber im Erwachsenenalter, von Mask, der Rhino Truck. Fand ich damals, das war für mich das Ultima-Fahrzeug. Das beste Fahrzeug, was je gemacht wurde und die geilsten Features und einfach nur Wahnsinn. Deswegen habe ich gesagt, sobald du cool hast und das Ding irgendwie leisten kannst, kauf dir den. Habe ich auch gemacht. Schöner wäre es für mich natürlich noch, wenn ich die Verpackung hätte. Man kann aber nicht alles haben. Hubala, jetzt geht hier das Ding noch auf. Wieder zurück zu He-Man. Auch wieder was Altes, auch original verpackt, ist mein absolutes Lieblingsfahrzeug der alten Serie und der neuen Serie. Ich habe den auch noch jetzt auf der mit der Neuauflage. Das zeige ich euch irgendwann mal. Das ist der Fucky. Habe ich auch als Neuauflage. Das ist der Battle Ram mit dem zwei Fahrzeugteilen. Einmal der hintere Teil konnte als Rakete benutzt werden, als Raketenabschlussbasis. Hier habt ihr so eine Abschlussvorrichtung. Und der vordere Teil, der Jet Sled, da konnte dann He-Man und die ganzen Figuren durch die Gegend fliegen. Das war schon sehr cool. Autsch. So, jetzt kommen wir mal zu was nicht von He-Man. Eine Hot Toys Figur habe ich auch dabei, weil das ist für mich die geilste Figur, die es gibt. Aber nicht die teuerste. Das ist schon mal, ne? Sehr gut. Und zwar
Der Iron Man Mark 42 Diecast. Die Figur habe ich auch schon mal vorgestellt in der Review. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wenn ihr Hot Toys Sammler seid oder euch überlegt, Hot Toys Figuren zu sammeln, kann ich euch die Figur nur ans Herz legen. Die ist super geil gemacht. Ich bin von der sowas von begeistert. Wenn ich jetzt sage, ist auch nicht so teuer, ist es ja in manchen Ohren natürlich, ey, der spinnt doch, der hat doch eine Waffel. Hat er was geraucht? Nein. Für eine Hot Toys Figur, für eine Diecast, finde ich die echt nicht so teuer. 220 bis 230 Euro müsst ihr damit rechnen. Aber wenn ihr die Chance habt, die so günstig zu bekommen, zuschlagen. Das Ding ist einfach nur der Traum. Boah, Wahnsinn. Echt geile Figur. Oh, jetzt komme ich da gar nicht mehr ran. Ich muss kurz Platz machen, sonst passt das nicht mehr. Wenn wir schon mal bei Star Wars sind, gar nicht wahr. Wenn wir schon mal bei He-Man sind, bleiben wir auch bei He-Man. Aber diesmal auch wieder die Classic Line, also die Neuauflage. Castle Grayskull. Hoppala. Classic Castle Grayskull. Das Monster Playset. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ihr es mal seht. Das Ding ist riesengroß. Also richtig groß. Dagegen ist die kleine Castle Grayskull, die alte Castle Grayskull, echt süßes Puppenhäuschen. Obwohl die auch sehr cool ist. Also Castle Grayskull in der Neuauflage. Die habe ich auch ausgepackt mit Absicht, weil so ein Teil darf man nicht in der Box lassen. Das muss man ausgepackt haben. Ich habe auch nicht mitgespielt, aber ich habe es mir auf jeden Fall angeschaut. Das sind so viele geile Details an dem Teil. Allein die Front, der Totenkopf, die Tür unten. Krasses Teil. Auf jeden Fall Top 10 mit dabei. Hier mal bleibt stehen. Kommen wir zum, jetzt kann ich wirklich sagen, kommen wir zum zweiten Platz. Auch wieder eine Konsole. Und zwar das Super Nintendo. Was muss ich dazu sagen? Das ist jetzt die Edition mit Yoshi's Island. Ich habe auch noch die normale Edition. Und ich habe noch eine. Ja, total bekloppt, ich weiß. Die Super Game Boy Edition. Aber Super Nintendo, da kam ich als Kind nicht dran vorbei. Ich habe mir das erste Spiel gekauft, das war F-Zero. Habe ich mir sogar, bevor ich die Konsole überhaupt hatte, gekauft. Weil ich gesagt habe, boah, Geld, das ist günstig. 50 Mark kaufst du F-Zero. Hast du schon mal sicher. Und da stand dann, ich weiß noch ganz genau, da stand dann, ich glaube, 3 Monate lang in der Vitrine. Ich habe damals schon eine Vitrine gehabt, habe das nur F-Zero reingestellt und immer, konnte es aber nicht spielen. Ich war schon als Kind, egal. Und ja, der Platz 1 habe ich ja schon mal gezeigt, aber Mario gerne nochmal. Die Castle Grayskull in der Originalbox von damals. Oh, das Ding ist gar nicht mal so leicht, wegen Acryl und so. So, liebe Kekse, vielen Dank, dass ihr mir die Fragen gestellt habt. Ich bin echt überrascht, was da zusammengekommen ist und was für kreative Fragen ihr euch ausgedacht habt. Dankeschön dafür. Wenn ihr noch Fragen habt, die euch jetzt so spontan, oh, hätte ich doch mal das gefragt oder das gefragt, knallt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde bei Gelegenheit nochmal ein neues Frag den Chris Special machen. Eine Sache habe ich dennoch. Und zwar, ich habe mich heute richtig gefreut. Also ich habe mir heute den Popo abgefreut, sagt man ja in Neudeutsch. Und zwar habe ich ein Paket bekommen. Klar, mache ich auf diese Tauschgeschäfte und so weiter. Oder Geschäfte, ich mache diese Tausche. Habe ich ein Paket bekommen von der Angry Turtle. Ja, Jon, sei gegrüßt. Die Figur, die in diesem Paket war, ist jetzt ja Nebensache. Was da drunter war, ist viel geiler gewesen. Angry Turtle, also Leon, hat mir ein Bild gemalt. Und da bin ich richtig ausgeflippt. Ich finde sowas ja mega geil. Meine erste Fanpost. Super. Wenn ich euch das mal zeigen darf. Ihr seht hier oben, das bin ich. Hier unten sind dann noch andere YouTuber. Aber Starblight, dann der Marcel und der Henning. Alles YouTuber, die ich kenne und die ich auch gern mag. Einfach Hammer. Finde ich super geil. Also Leon, vielen Dank dafür. Ich grüße dich auf diesem Weg nochmal. Geile Zeichnung. Also wenn du noch mehr davon hast, her damit. Ich freue mich über jeden Kram. Super. Das kommt auf jeden Fall an die Nerdwall. Hängen ja schon ein paar Fotos dran. Das kommt auf jeden Fall auch mit dazu. Richtig geile Aktion. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mir was schicken wollt, Zeichnungen, Fotos, Geschenke. Ich weiß es ja nicht. Man kann ja alles. Ich habe eine Adresse hinterlegt. Das ist eine Postbox. Postfach. Könnt ihr mir gerne Sachen hinschicken? Ich check das auch. Ich würde mich auch freuen, wenn da mal was drin wäre und nicht immer leer. Total schade. Oder schickt mir einfach was per E-Mail.
besseres Feedback kann ich mir nicht wünschen. Das finde ich einfach Hammer. Ich weiß, ich flippe schon wieder aus, aber es ist halt so. Das freut mich als YouTuber und als Mensch freut mich das ungemein. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Frag den Chris. Wenn dem so ist, lasst mir ein Däumchen da, wäre ein Träumchen und ich weiß, dass ich was richtig mache. Yeah! Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare, wenn ihr Wünsche habt, in die Kommentare. Haut einfach alles in die Kommentare! Ich bin ja auch so einer, der auch gerne darauf antwortet. Was heißt darauf gerne? Ich antworte auf jeden Post. Nicht immer sofort, aber sobald ich Zeit habe, will ich das sehr zeitnah machen. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann das nächste Mal am Mittwoch. Bis dahin. Tschüssikowski, ihr Kekse. Ah, ich kann gar nicht weg. Die ganzen Sachen stehen jetzt hier rum. Dann bleibe ich jetzt hier einfach stehen. Ja, ich habe eine Idee. Ihr könnt euch hier noch ein paar andere Videos angucken von mir, wenn ihr wollt. Und vielleicht guckt ihr mal in die Beschreibung unten rein. Da haue ich noch ein paar Freunde rein. YouTuber, die ihr euch auch angucken könnt. Wie ich zum Beispiel. Ich finde das toll. Das Video habe ich aber auch lange nicht mehr geguckt. Das ist echt nicht schlecht. Das finde ich schon nicht, also verrückte Sachen. Jetzt aber auch Schluss.